So Leute, da sind wir wieder bei der nächsten Folge von Balloon Sound Event 5. Wie gesagt, ich habe gerade den Irrgarten gemacht. War recht einfach gewesen. Hier. Einmal kurz noch die Dings geholt, weil war nicht lange jetzt. Und ja, Feuerwerk haben wir das letzte Mal. Und jetzt kommt Ziegelmauer, das was wir eigentlich schon gemacht hatten. Platz zur Luft ablassen und Sandkasten. Sandkasten? Kannst du in einer freien und lustigen Umgebung Türmentaktik und alles andere nach Belieben testen. Ja, kann man also alles bauen, unendlich viel Geld und so weiter. Das ist aber dann, also kriegt man natürlich auch keine Münzen oder so, das ist dann halt lame recht. Aber, ja, zum Testen ist es immer wieder gut. Und dann würde ich sagen, spielen wir mal mit Ziegelmauer. Also eigentlich würde ich gerne den Ninja-Affen wirklich hinsetzen. So wie eigentlich beim letzten Mal gerade, weil ich den Ninja-Affen hier gerade ganz cool finde, muss ich sagen. Auf geht's. Suchende Shuriken. Zack. Würde ich gerne, wie in der kleinen Herausforderung gerade, würde ich die gerne jetzt bauen. Oder was ist gerade beim letzten Mal? Letzten Part, letzten Part was gewesen. Würde ich die jetzt gerne einfach mal hinsetzen. Ninja-Disziplin, spitze Shuriken. Waren jetzt zwei Shuriken gleichzeitig werfen, nicht wahr? Ich glaube, zwei Shuriken gleichzeitig werfen. Zack, zack, zack. Ich finde die echt cool, den Ninja-Affen, muss ich sagen. Ah, ne, der Beschuss kommt da erst, okay. Dann macht sich das Ablenkung. Der Ninja-Affe allein macht einfach so viel Schaden, ist zu krass. Er zieht einfach komplett durch. Vielleicht sollte man Ingenieur. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man auch den Ninja-Affen skillen. Bei den Häuschen. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt so viel. Irgendwann will ich sowieso alles haben. Wenn möglich. Also mal gucken. Da muss man später wirklich richtig taktisch rangehen. Bei unplatzbar, da musst du wirklich die richtigen Dings mitnehmen. Die richtigen. Richtigen Spezialdinger für die ganzen, ne, für die hier und so weiter, ist schon taktisch muss man ja wirklich einfach nur sich wirklich krass rangehen, aber dann später halt kommt es wirklich hart auf hart irgendwann, so, zack, 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 das ist jetzt so easy für den Ninja-Affen. So, Ablenkung machen wir noch, damit die ein bisschen zurückgehen dann später. Ich glaube danach war irgendwie der Skill der Eisballons platzen, oder? Oder Eisenballons? Bleiballons. Ah ne, Abgezweig abgeschossen. Das war's schon mit dem Zweig. Und dann würde man mal gucken, was wir jetzt noch machen. Ne, jetzt nicht, dass dein Dings nochmal dazu ist. Das ist nicht so toll gerade. Es ist noch ganz cool, aber ich bevorzuge lieber anderes. Bluenhexer wurde mir gesagt, soll man auch machen, weil der unglaublich stark sein soll. Vielleicht skillen wir den einfach mal. Gehen wir ihn einfach mal die Level über. Zack, so, saug ein. Später soll er auch einen richtigen Moab alles und so weiter kaputt machen können, aber dafür brauchen wir halt noch wirklich Erfahrung auf dem Ding. Welchen Skillstufe soll ich von dem machen? Den irgendein Zweig wurde mir gesagt, aber ich habe ihn schon wieder vergessen. Ach man. Wo ist er denn? Da ist der Blumenhäcksler. Bleiballons. Ah, hier oben der Dings. Also der super breite Trichter. Die dann 3 Sekunden lang geschreddert werden, bevor er wieder ausgespuckt werden. Das heißt also, er wird komplett die Moabsänger kaputt machen. Und ich sage nur mal den oberen Zweig, ne? Zack. Und weiter geht's. Was hat die nächste Skill? Dann habe ich das Einsammeln von schweren Ballons, wie zum Beispiel Bleiballons. Ah, die Shuriken gehen auf ihn. Auf ihn. Also auch wenn er eins einsaugt. Der macht nicht genug kaputt. Der macht aber nur eine Schicht weg. Ist nicht so toll. Zack. XP zum Freischalten, siehst du schon. Achso, statt. Okay. Achso, da werden immer nur kaputt gemacht und dann wieder ausgesaugt, ausgespuckt. Die Reichweite. Schneller Schredder. Achso, das ist also, das brauchen wir halt nicht allzu lange. 534. Alles cool. Ich weiß nicht, was ich beim letzten Mal gemacht hatte mit dem. Ich weiß nicht, was da gewesen ist. Warum das so lange gedauert hatte. Also zumindest spuckt er wieder so nach vorne, das ist schon mal gut. Ich dachte nämlich beim letzten Mal gedacht, der spuckt irgendwo anders hin. Also zum Vorteil der Balloons. Ach ja, stimmt, Tarnballons kann nur er kaputt machen.
Wie die Schuriken einfach tschu 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 überall rumschreddern. Blung nie zu. Wie das aussieht. Doch jetzt wieder. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch Blue Nie zu gerne. Also 2, 3, 40. Machen wir auf den stärksten. Dann geht er nicht mal auf die roten, die da überall rumschwirren. Aber tschu, tschu, tschu. Ja, der saugt die alle ein. Das ist natürlich sehr cool. Ansonsten könnte es natürlich noch keiner. Alter. Wie viele Shurikens hier gerade rumfliegen. Piu, piu, piu. Alles wird kaputt gemacht. Sehr cool. Da müssen wir hier gleich. Okay, ja, XP zum Freischalten brauche ich jetzt erstmal. Vielleicht können wir noch so ein Dings hin machen, so einen Sauger. Wenn wir doppelt so schnell leveln. Weiß nicht, vielleicht passt du hier besser hin. Machen wir so Sauger jetzt. Die saugen wir ein bisschen. Müssen wir uns die Reichweite erhöhen, damit die überhaupt was machen. Der untere zumindest. Saugiger. Guter Skillname, Saugiger. Ja, Ballballons kann er leider noch nicht kaputt machen. Aber jetzt kann er sie kaputt machen. Ja, Kingstein habt ihr schon gesehen, hier Erfahrung und hier unten leider nicht. Also bisher nur die oberen geskillt, den oberen Baum. So, schneller Schredder. Und dann hoffen wir mal, dass es mal wesentlich schneller geht jetzt. Aber doch, die haben schon, finde ich schon cool. Wenn die auch mal alles einsaugen. Ja, das ist cool. Erfahrungsmäßig, oh, die ist gleich hoch, die Stufe. Ich glaube, das wird immer nur eine Stufe pro Dings gelevelt, pro. Also bis dann die Stufe fertig ist, dann kommt die nächste dran und so weiter und so weiter. Dann hast du mal ein bisschen da Erfahrung, kriegst du mal ein bisschen da Erfahrung und dann ein bisschen da Erfahrung. Nächste Runde haben wir die Dings, die nächste Stufe. Da werden wir ein bisschen Geld behalten, wahrscheinlich kostet das ein bisschen mehr. Wenn wir auch mal auf den stärksten mal, würde ich sagen, obwohl wir können ihn lassen. Wenn wir den stärksten nehmen, das passt. Auch ganz gut. Doppelschichtige Klingen schreddern Bloons doppelt so schnell, indem sie in zwei statt nur einer Schicht nehmen. Weiß ich, gehe mal auf den. Ja, mach mal beides mal. Oh, sieht das krass aus. Holy shit. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das. Ob jetzt noch einer. Ich mache noch einen. Ich finde den ganz, ganz cool. Ah ja, jetzt wird er unten gelevelt. Jetzt kann er nicht mehr hier, deswegen muss er jetzt da unten leveln. Ah, okay, wir kriegen richtig fetten Balken an Erfahrung. Seht ihr? Den darf ich natürlich nicht machen, sonst kriege ich den da unten nicht hin. Aber ich kriege den, glaube ich, in dieser Stufe so nicht mehr hin. In dieser Stufe. 11 Runden, weiß nicht, ob das reicht. Doch, kriegen wir hin. Auf jeden Fall kriegen wir in der Runde das noch hin. Ich finde den wirklich gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Ist ganz cool. Hauen schon gut rein. Ich weiß nicht, warum sie so stark sind, aber. Ach so, die warten gar nicht auf einen, mal. Die saugen einfach ununterbrochen rein. Ist ja cool. Ich dachte, die können immer nur einen haben. Und dann verarbeiten die den irgendwie und dann. Okay. Dann habe ich mich bisher geirrt. Was machen wir jetzt noch? Was muss man sonst noch skillen? Können das Affendorf noch skillen? Dass jeder von denen. Auch die Dings machen kann. Die Tarnballons alle kaputt machen. Und der ist ja gleich. 2-3 Runden, denke ich mal, ist er dann down. Ja, und sonst habe ich sehr, sehr viele Tauschen auf Maximalstufe. Aber halt noch nicht alle. Ey, die Ballons, die Hexe sind echt cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Die kommen kaum weiter. Also, wenn die jetzt gleich noch ganze Moab wegsaugen können, das wäre natürlich extrem cool. Aber dafür brauchen wir noch höhere Stufen. Das können wir mit unserem Rang 36 bisher noch nicht machen. Aber wir haben schon. Genau, wir haben schon wieder ordentlich an den Rängen dazugelegt, ist schon cool, also wieder fast ein ganzer Rang. Seit dem letzten Mal, beim letzten Mal gab es Affendorf und diesmal wird es wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwas wird schon geben. Affen-Nachrichtendienst. Piu, piu, piu. Schon cool. So, in der Runde gleich können wir. Schauen wir mal, ob der Ninja-Affe das rechtzeitig kaputt kriegt. Ja, doch, alle rausgesaugt. Alle rausgesaugt. Cool. Hat es also noch mal gerade geschafft. Bloon-Häcksler, dreifach Rohr sorgen für die effizienteste Bloon-Schreddern aller Zeiten. Cool. Zack.
Freischalten auf 46, ein ganzer Ausstoß von Saugkraft. Alle Balloons, die nicht zur Moab-Klasse gehören, an und hält sie fest, bis sie in den Turm gesaugt, wo werden, hält 8 Sekunden lang an. Alter, wenn es aussieht, siehst du das? Holy shit. Okay, ein bisschen viele Ballons gerade gewesen, aber ist okay. Batsch! Naja, nicht üben muss ich sagen. Jetzt brauchen wir Ränge. Jetzt brauchen wir mal Ränge. Die Frage ist, welchen kann ich mal ganz kurz noch setzen? Affen-U-Boot. Okay, das Affen-U-Boot muss ich noch setzen. Das hier unten. Da mal ein paar mehrere setzen, würde ich sagen. Wir haben zwar noch eine Stufe vor uns, aber vielleicht kriegen wir die hier hin. Bisschen was leveln hier. Okay. Na dann, go. Schön leveln die Viecher. So, etwas unter der Hälfte und gar nichts auf der zweiten. Ja, ja, bringt schon eine ganze Menge. Cool, ja, pro Runde ziemlich viel. Muss so 5-6 Runden machen, dann sind die fertig. Krass, wie viele Ballons auf einmal sind. Können sie gar nicht alle einsaugen. Doch, können sie schon. Können sie alle einsaugen und vernichten. Und wieder zurückschmeißen können sie die. So, Moabs, okay, da kann man leider nicht die Moabs kaputt saugen. Saug, meine! Das ist cool. Ja, schon nicht übel, muss ich sagen. Die Häcksler hauen schon gut rein. Nom, 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 nom. Die Balance einfach rumgeschmissen werden komplett. Affenobo, Top-Spionage ermöglicht das große Entfernung, das Zielen auf Bloons, die im Radius seiner anderen Türme sind. Oh, das war's schon. Dann gucken wir uns ganz kurz das, obwohl. Ja, wir gucken uns ganz kurz mal an. Also, wenn ich das jetzt skille, dann hat er einfach keine Range, man kann selbst hier hinten angreifen. Ja, 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 ja. Genau. Kann einfach hier. Oh, okay. Das ist schon krass. Gut, gehen wir einfach raus aus dem Ding hier. Das kann man einfach machen. Zack. Und dann ist jetzt egal. Das wurde zwar gespeichert, aber wir überschreiben das dann einfach. Weil wir eh schon den Nix haben. Die leichte Medaille. Theoretisch können wir natürlich jetzt noch weitermachen, natürlich. Aber ich will jetzt erstmal die ganzen Maps machen. Deswegen. Ja, hier ist die Medaille. Jetzt machen wir Z-Faktor. Also von hier oben geht's rein. Zack, 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 zack. Und dann gucken wir einfach mal, was es jetzt so Schönes gibt. $75 wieder als Belohnung und eine Münze. Ja, auf Dauer kommt da wirklich schon eine ganze Menge zusammen, muss ich sagen. Okay, sie werden hier so zack, 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 drumherum laufen. Da passt. Tja, gute Frage, ne? Wie machen wir das denn jetzt? Theoretisch würde sowas hier ganz gut passen. Hier sowas. Aber ich weiß nicht, ob der bis dahinter kommt. Also, ja, ich weiß nicht so richtig. Wir lassen mal den Ninja-Affen, das passt schon so. Der kommt schon ganz gut hin, denke ich mal. Ja, die kommen ja so zack, 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 wirbel, 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 wirbel. Wahrscheinlich werde ich hier hinten so eine Nagelfabrik platzieren. Wenn überhaupt benötigt wird, ich weiß es gar nicht. Guck, lass uns mal einmal überraschen. Suchen eine Shuriken, gleich Ninja-Disziplin. Ich muss sagen, ich mag den Ninja-Affen. Das ist einer meiner Lieblinge geworden. Das ist halt stark, Shuriken-mäßig, cool. Oder halt den Reißnagelwerfer, wobei ich auch schon Maximum habe. Ich muss wirklich mal meine Tower jetzt auf Maximum leveln. Die ganze, die ich noch nicht habe. Spitze Shuriken. Sehr spitze. Ja, Anfangslevel sind halt noch ganz gechillt. Und ruhig und alles. Und Ablenkung. Blendgranate. Wie gesagt, angeblich kann das laut Zuschauern Bleiballons kaputt machen. Steht aber nicht da. Irgendwann werde ich es testen müssen. Vielleicht werde ich die Mission dann gleich mal machen mit dem... mit den Eisenballons, wenn es die überhaupt noch gibt aktuell. Also die war ja so eine Random-Mission gewesen, glaube ich. Und Ninja-Affen mit, sind schon cool. Also Ninja-Affen würde ich gerne hinsetzen, weil Ninja-Affen sind cool. Ups, was ist das? Achso. Hm. Weiß nicht, warum ich mal wieder auf den Button komme. Also jetzt das erste Mal gerade, aber egal. Was, das zweite Mal? Runde 10. Noch 15 Runden, bis wir theoretisch beim Schnellstart starten würden. Zack, Doppelschuss. Der untere Zweig ist geschlossen. Ja, der macht schon ziemlich Ärger da hinten. Also die brauchen ja Ewigkeiten, bis die hier unten sind. Ist ja Wahnsinn. Einfach hier eine Nagelfabrik reinlegen und fertig ist. Wenn wir die überhaupt eine brauchen. Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich werde jetzt einfach wie so noch einen Blumenhex einbauen. Ich finde die cool. Weil, habe ich hier schon... Die habe ich alle Level gehabt jetzt, ne?
Die brauchen wir jetzt theoretisch gar nicht mehr. Nagelfabrik ist auch Maximum. Ich muss jetzt wirklich mal ganz so Türme gucken. Affenobot ist ja weiter. Habe ich natürlich kein Wasser. Blumenhäcksler brauchen eine Stufe. Affenpionier braucht, glaube ich, auch die Stufe. Freibeuter, Affenpfleger. Die brauchen, glaube ich, alle die letzten Linksstufen noch. Die Mörserturm braucht noch eine. Aber gut, wegen dem jetzt das hinzumachen. Nee, lass mal. Nicht jetzt. Dann würde ich sagen, packen wir in eine Nagelfabrik hin. Sollte da irgendwas durchkommen, dann wird's weggenagelt. So, größere Haufen. Ja, machen größere Haufen. Bis die da hinten sind, ist egal. Schnellere Produktion braucht man da nicht unbedingt. So, Blue Nizu. 2800 dazu noch. Ist jetzt nicht mehr so viel. Und dann wird produziert ohne Ende. Vielleicht soll ich hier unten auch noch einen hinsetzen. Aus stylischen Gründen. Achso, die können also auch da lang laufen und da lang. Also, die sind halt random, wo sie lang laufen. So sah das, glaube ich, ja, genau. So sieht das doch aus. Aber was für ein Range hat, wo es hinpacken kann. Die Dinger. Ja, einem Tamalong ist mir egal. Sollen sie ruhig machen. Ich habe einen Ninja-Affen. Einen Ninja-Affen. Der alles easy kaputt macht. Auch euch Tamalongs. So, ich glaube, das war's gewesen. Der Ninja-Affe killt ja einfach mal alles. Das ist so krass. 5 Shuriken auf einmal werfen, das ist alles weg da hinten. Können wir gerne noch eine Nagelfabrik aufbauen. Wobei, wenn ein Moab kommen sollte, ist das natürlich... Ah, ha, ha, ha. Ja, ich wusste, irgendwas fehlt da noch. Okay. Ich dachte, die werden durch Bleibungs... Okay. Neu für mich. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich machen soll. Ah! Okay, das war's gewesen, glaube ich. Also. Zumindest damit. Können wir noch ein paar hinpacken. Vielleicht reicht's ja. Ja, es ist, reicht fast. Setz da was hin, Mensch. Okay, war für den Arsch gewesen. Macht aber nichts. Ja, ich habe ganz vergessen, dass da... scheiße. Verkaufen wir ganz kurz wieder. Da werden wir da wirklich einen Häcksler hinsetzen. Werden wir da wirklich einen Häcksler hinsetzen. Go, go. Dann werden die Bleiballons gleich alle kaputt gemacht. Saugiger was, glaube ich, genau. Und dann, genau, das Ding da. Ja, fuck you, ey, das gibt's doch nicht. Warum kommen die so schnell hinter? Ja, das war's gewesen. Scheiße, warum kommen denn auf einmal so viele? Das gibt's doch nicht. Mann, so eine Kacke aber auch, ey. Wie hässlich das hier aussieht, ey, wirklich. Ja, das war's gewesen. Das war's gewesen. Scheiße, verdammt nochmal, das gibt's doch nicht. Mann, regt mich das jetzt auf. Ja, ich hab keinen Affen hingesetzt. Och komm! Was soll denn das? Nochmal neu. Ja, frag mich nicht ständig, du Arsch. Ach man, wie kacke war das denn jetzt? Kann ich bitte mal von Runde 25 anfangen? Danke. Ach man. Mal gleich mal meinen Stoppo beenden. Bringt jetzt eh nichts mehr. Ja, gleich einen Sauger dahin setzen. Scheiß auf die Nagelfabrik, denn die Scheiße ist die. Wenn ich mal einen Stachel Bleiballons kaputt machen können. Tarballons können sie kaputt machen, aber keine Nagelballons. 670 kostet der. Oh, da spitze Schuriken. Und jetzt den Ballonhäcksler. Ach man. So fail. Warum ist das aber so leise? Jetzt. Hat den Zaun nicht resettet. Das ist doch scheiße. Jetzt habe ich 20 Runden umsonst gespielt. 30, 40, 50, hast nicht gesehen. Wie viele auch immer es waren. Ja, siehst du, so eine Kacke hier, daran denkt man nicht. Weil wir vorhin auch den Blumenhäcksler hatten. Nom nom nom, saug, 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 saug. Ach ja, ach ja. So, hat er schon 33 Ballons kaputt gemacht. Ui, wird auf jeden Fall noch mehr. Immer noch auf den stärksten gehen. Saugiger. Tja, keine Ahnung, ob ich da einen Nagelfabrik platzieren wollte. Keine Ahnung, keine Ahnung. So, gleich den Hochleistungssauger. Nach der Runde müsste das sein.
Ah, nach der nächsten Runde. Jetzt aber. Doppelklinge, doppelschichtige Klingen. So cool. Das Ding ist so OP. Aber das Wegsaugen. Erhöht die Reichweite, auch nicht schlecht. Aber wir machen gleich erstmal die doppelschichtige Klingen. Damit die auch schneller kaputt gemacht werden. Zack. Die ganze Morpel eingesaugt. So krass. Ja, die Gegner kommen natürlich hier nicht mehr. Vielleicht hätte man es hier hinten hinsetzen sollen. Das wäre taktisch klüger gewesen. Aber egal. Doppelschuss gleich für 725 Dollar. Sollte aber jetzt in dieser Runde schon passieren, genau. Zack. Das wird schon, das wird schon. Jetzt werden wir gleich mal meinen Sauger noch verbessern. 355, ist ja auch nix. Bisschen die Range erhöhen. Schnellschredder. Ja, auch sehr nützlich, definitiv. Zack, jetzt da dauert es weniger. Vielleicht da hinten, obwohl hier hinten ordentlich hinzusetzen, ist ja auch unnötig. Weil wir die Morp ja nicht angreifen können. So, machen wir noch eine Kanone hin, würde ich sagen. Eine Cannon. Größere Bomben, Raketenwerfer gleich. Zack. Und dann die Morb-Schläge. Dann sollten die Morbs auch recht schnell weg sein. Splitterbomben. Auch nicht schlecht. Und Streubomben. Morbs kommen ja noch, deswegen kann man ruhig noch die Dings upgraden. Ah, okay. Aber nicht so toll. Aber ist cool. Trotzdem cool. Wenn wir gleich noch eine hinsetzen. Wenn wir gleich hier unten hinpacken. Aber diesmal den unteren Zweig skillen. Erstmal den unteren Zweig. Und dann den oberen, soweit es geht. Batsch, batsch, batsch. Die sind cool, diese Streubomben. Das ist schon nicht gerade übel. Affendorf könnte man auch hin platzieren. Alles explodiert hier. Moab-Schläge, da sind Moab-Killer gibt es auch noch. Ah, okay, das ist auch nicht schlecht. Moab-Killer als Fähigkeit. Müssen wir auch noch machen. Vielleicht, wenn wir, obwohl 227 können wir. Erstmal, okay, der ist auch schon fertig. Gut, dann nehmen wir die 227 für den Moab-Dingensen. Ist schon nicht gerade günstig. Vielleicht noch ein Sauger, wobei ich glaube, noch ein Sauger braucht man nicht. Wir haben so viele Gebäude hier gerade rumstehen. Entweder die Moabs sterben oder sie sterben nicht. Aber das wird schon werden. Achso. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Die ging durch was kaputt dadurch. No problem. Da, Moab-Killer. Sehr schön. Fähigkeit ready. Sollte da einer kommen, der wird einfach eiskalt zerstört, wird er. Noch mehr Tarnballons? Gerne, gerne, her damit. Vielleicht hätte man vorher mal das Affendorf bauen sollen. Alles günstiger, aber jetzt ist hier vorbei. Ist egal. Ist egal. Mäh. Nicht so cool. Alle werden sie eingesaugt. So, Dschungeltrommel, Radarscanner gleich mal. Damit wir auch die Dings angreifen können, die Tarnballons. Und jetzt den Dschungeltrommeln. Für 15% schneller angreifen. Ja, kommen ziemlich viele, wa? Ziemlich, ziemlich viele. Aber alle werden eingesaugt vom Hexer. Der hat schon 3700 kaputt gemacht. Der 2000, der 2500. Und mein Ninja-Affe, der hat irgendwo 6400. Oh, Blue Nito hat der auch noch. Oh, fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, ja, so ist das. Naja, da muss irgendwie noch eine Sicherheit dahinter.
Irgendwie müssen wir da eine Sicherheit hinpacken. Vielleicht einen Blitzschlag von unserem Magier. Ein kleiner Blitzschlag. Dass auch da hinten welche angegriffen werden. Auch selbst wenn sie hier nicht mehr in der Nähe sind. So, sonst machen wir nichts mehr. Atmen, das haben wir natürlich noch ganz cool. Vielleicht Wirbelwind herbeirufen. Oh, Wirbelwind. Den wir letztes Mal nicht machen konnten, aber jetzt machen wir ihn hier. Und wilden Tornado, vielleicht können wir den noch hin in 5 Runden. 6.000 oder 5.000 Dollar noch. Da kriegen wir diesmal hin, in Action zu sehen, ohne Bluescreen. Wäre ganz cool. Wäre ganz cool. So, der Moab sollte gleich mal zum Einsatz kommen. Der Bombenturm, der Moab-Killer. Da ist er, ja. Batsch. Cool. Ja, einfach zerstört und den ganzen wieder an den Anfang gebracht mit unserem Magier. 1804 nur noch. Kriegen wir hin. Ich denke, in der nächsten Runde kriegen wir es hin. Es scheint wieder so, als ob hier nicht so viele kommen. 1300, 1200, 1100. Ah, jetzt kommen sie. Jetzt kommen die Massen. Jetzt kommen die Massen. Quatsch. So, lassen wir uns mal ganz kurz in Ruhe. Wow. Ist der krass aus. Ah, der greift nur die Dings an. Die Hexer-Bloons. Ne, super, weil sie noch nicht, gar nicht. Brauche ich eigentlich wirklich. Alle wieder zurück an den Anfang. Alle wieder zurück an den Anfang. Keiner kommt hier hinter. Das ist krass. Sollte da irgendeiner vorkommen, macht der Magier einfach einen Wirbelwind und schiebt sie wieder nach vorne. Guckst du dir an, der, what the fuck? So krank. So, nochmal hingesetzt und vielleicht noch einen Sauger hinpacken. Ah ja, da unten war noch was gewesen, siehst du. Moab-Killer. Zack, tot. Alle eingesaugt. Und wieder an den Anfang gebracht. Und noch ein Moab kommt hier, glaube ich. Gleich kommt noch einer. Genau, das ist noch der nächste Moab. Am Arsch bin ich irgendwie. Wie machen wir den jetzt am besten down? So, super Affe. Ey, wie ich verliere jetzt, das gibt's ja nicht. Oh, ich verliere wirklich, ernsthaft. Fuck, ey. Ey, das kann doch nicht sein, was ist das für eine beschissene Map, ey, das gibt's doch nicht. Ach man, leck mich am Arsch, ey. Ja, wir sind in der nächsten Runde wieder, dann schaffen wir es auf jeden Fall, denke ich. Ich muss es da hinten hinsetzen, da vorne ist beschissen, wirklich. Ey, in der letzten Runde durch ein Moab, Alter, der zieht mir alle 200 Leben weg, das ist so dämlich. Na gut, fast Rang 37. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Blue Tower Defense 5. Das brauchen wir zum dritten Mal und vielleicht kriegen wir es dann endlich mal hin, die Scheiße zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye.